in diesem Video jetzt wie besprochen eine Anleitung dazu, wie ihr eine ISO-Datei auf CD brennen könnt, so dass später euer Computer damit startet. Windows XP kann das nicht out of the box, das kann zwar die ISO-Datei auf CD brennen, aber nicht den Inhalt, und an den wollen wir ran. Windows Vista und Windows 7 machen das schon richtig, also dann müsst ihr nur noch einen Doppelklick auf die Datei machen und eine CD im Laufwerk haben. Bei Windows XP ist es ein bisschen schwieriger, da braucht man dann ein extra Programm. Falls ihr jetzt zum Beispiel schon Nero Burning ROM installiert habt, braucht ihr kein weiteres mehr, das kann das auch schon. Falls ihr nichts installiert habt, dann würde ich ImageBurn empfehlen. Die Website habe ich geöffnet, Link in der Beschreibung. Könnt ihr hier einen Mirror auswählen und das Programm herunterladen. Ich habe es schon heruntergeladen. Vorteil ist, es ist keine 6 MB groß. Mit dem Doppelklick starten wir die Installation. So, hier einfach auf Weiter. Wir akzeptieren hier. Und wieder weiter. Und weiter. Und weiter. Und hier Stopp. Die Ask Toolbar wollen wir nicht installieren. Das deaktivieren wir. Und weiter geht's. So, wir werden jetzt nochmal gefragt, ob er regelmäßig schauen soll, ob es ein Update gibt. Das können wir ruhig zulassen. Ist aber nicht nötig unbedingt. So, nach der Installation geht es nochmal auf die ImageBurn-Website. Brauchen wir alles nicht. Gehen wir nochmal hier zurück. Run ImageBurn, genau das wollen wir. Und ihr habt es vielleicht schon entdeckt, hier ist die Rescue-CD von Kaspersky. Also hier diese Datei. So, im Hintergrund startet ImageBurn. Genau. So, um jetzt eine ISO-Datei zu brennen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir schnappen uns direkt die ISO-Datei, machen einen Rechtsklick da drauf und wählen hier bei Öffnen mit ImageBurn aus. Ist jetzt hier noch nicht in der Liste, können wir aber hinzufügen. Einfach hier auf Durchsuchen. Bei den Programmen ist es hier zu finden. Und einfach ImageBurn auswählen. Und dann könnt ihr hier auch gleich anklicken, Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen. Einfach auf OK und dann wird diese ISO-Datei in eine neue Instanz von ImageBurn geladen. Genau, und ihr seht jetzt hier euer Laufwerk. Und sobald ihr jetzt hier eine CD, eine beschreibbare CD anlegt, wird hier dieses Symbol hier unten nicht mehr grau, sondern kriegt Farbe. Und dann könnt ihr einfach hier draufklicken und schon wird es auf CD gebrannt. Okay, und damit könnt ihr dann euren Computer später hochfahren. Eine andere Möglichkeit, die Datei auszuwählen, wäre eben halt in ImageBurn Write Image File to Disk auszuwählen, hier drauf zu klicken und dann hier über Select a File hätten wir dann auch genauso zu unserer Rescue Disk navigieren können. Und ansonsten funktioniert es genauso wie vorhin.